Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei den Scooterhain in Berlin. Ja, hinter mir steht die neue Horven SK3 und da ich es bisher nicht geschafft habe, das Fahrzeug mal Probe zu fahren, wir aber immer wieder Anfragen bekommen, was die Batterien betrifft, machen wir heute mal so ein kleines Shortcut-Video. Wir haben nämlich gerade erst eine Anfrage bekommen, wo einer der User gefragt hat, sag mal, kann man die Horven SK3 in Höchstgeschwindigkeit auch mit einem Akku betreiben oder braucht es dafür immer zwei Akkus? Die Frage möchten wir euch heute beantworten und deswegen schauen wir mal, wie verhält sich die Horven SK3 mit einem Akku und mit zwei Akkus? Hier haben wir jetzt die Horven SK3. Angeschlossen sind jetzt zwei Akkus. Die Akkus haben jeweils 72 Volt und 36 Amperestunden. Die sind parallel geschaltet und haben insgesamt 5,2 Kilowattstunden aufgerundet. Wir geben jetzt einmal Vollgas und gucken mal, was die Höchstgeschwindigkeit der SK3 sagt. Beide Akkus sind angeschlossen, synchronisiert 58% und wir geben in Fahrstufe 3 mal Vollgas. Wie ihr seht, wenn niemand drauf sitzt, kein Gewicht auf der Maschine lastet, dann haben wir hier natürlich 99 km/h. Offiziell fährt die Maschine ja nur 90. Hier mit zwei Akkus. Jetzt probieren wir mal einen Akku. Jetzt geben wir einmal Vollgas mit nur einem Akku. Wie ihr seht, könnt ihr sowohl mit zwei Akkus als auch mit einem Akku die Höchstgeschwindigkeit erzielen. Diese liegt bei 90 km/h. Hätte mich auch stark gewundert, denn bei der Horven EK3 ist es ja auch nicht anders. Da haben wir nur einen Akku und müssten, wenn wir einen zweiten mitnehmen, jedes Mal umstecken. So, ich hoffe, diese Shortcut-Info hat euch gefallen. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und verpasst nicht unser Video zur Horven SK1. Das geht nämlich in den nächsten Tagen online.